Thomas Wendler aus Hoyerswerda hat am Mittwoch das sächsische Lebensrettungsehrenabzeichen erhalten. Die Auszeichnung überreichte Oberbürgermeister Stefan Skora in Vertretung des Innenministeriums. Mit dem Abzeichen soll sein couragiertes Eingreifen im November vergangenen Jahres gewürdigt werden. Damals war eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Wendler war dazwischen gegangen und hatte später durch seine Zeugenaussage zur Überführung des Täters beigetragen.